Ja, sicher. Dann hat es auch noch eins vielleicht. Ja, merci. Gut, zum zweiten Mal. Wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich sehe, ein paar sind geblieben, das freut mich. Also das InDesign ist ja so eingestellt, wie wir es vorher gelernt haben. Und ich möchte jetzt gerne in einem zweiten Track Dokumente aufbauen mit InDesign für unterschiedliche Druckzwecke. Ihnen erläutern, wie Sie Dokumente für verschiedene Druckzwecke erstellen können. Ich sehe noch kurz meinen Namen, das habe ich vorher vergessen. Mein Name ist Pascal Schraffel und ich bin von der Firma JetNet Services. Und schnell der Ablauf von... Das ist ein bisschen mehr als vorher. Vorher waren es nur drei Punkte. Wir haben zuerst die verschiedenen Faltarten. Da habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Die alle sechs verschiedene Faltarten wissen, kommen draussen das Bier über. Nein, ist ein Witz. Dann ein InDesign-Dokument erstellen. Einfach mal von Grund auf. Was gibt es da zu beachten? Dann Seitenwerkzeug kennenlernen. Ein extrem lässiges Werkzeug. Das möchte ich gerne zeigen. Vor allem eben, um verschiedene Seiten in verschiedenen Grössen zu machen. Dann die Layout-Anpassung, ein kleines, unscheinbares Häkel, wo man sehr viel Arbeit abnehmen kann. Als letztes noch schnell InDesign-Dokument verpacken für den Druck. Und dann machen wir das PDF fürs Web und einmal für den Druck selber. Das wäre das Programm. Wie gesagt, die nächsten 45 Minuten. Wenn Fragen sind, bitte schnell aufstrecken. Wenn ich gerade drin bin, das sollte jetzt ein bisschen besser gehen. Und sonst am Schluss haben wir sicher noch Zeit für Fragen und Antworten. Jetzt Quizfrage Nummer 1. Wer kennt das und wie heisst es? Ja? Richtig. Das Nummer 2? Ja, es gibt einen Altarfalz, es gibt einen anderen Namen. Fensterfalz, genau richtig. Und das 3? Ich hätte nicht auswendig gewusst, das heisst 8-seitiger Fensterfalz. Ja. Dann das 4? Zickzack, genau. Das 5? Parallel Mittelfalz. Schon etwas Neues gelernt, das ist super. Und der letzte. Der Kreuzfalz. Der ist ein bisschen mühsam, der geht einmal auf, man muss das Dokument kehren und so. Also schauen wir noch miteinander an, wie man eine Seite kehren kann, ohne dass man die Seite kehren muss. Oder den Kopf so schräg halten, das ist die andere Option. Gut, noch nicht Zeit für Fragen und Antworten. Jetzt wechseln wir das InDesign über. Und ich würde zuerst mal schnell ein neues Dokument machen. Sorry. Und ich rege gerade ein neues Dokument an mit Ctrl-N oder Äpfel-N oder eben da einfach neues Dokument. Und wichtig ist da, dass man immer die weiteren Optionen, mehr Optionen anstellt, weil ich hätte gerne ein Leporello erstellt, wo mir auch randabfallend bedrucken. Das heisst, es ist ganz wichtig, dass man da unten beim Anschnitt das auch 3 mm eingibt. Jetzt. Wenn ich schon weiss, wie viele Seiten es gibt, kann ich die Seiten schon angeben. Ich möchte aber gerne, dass die Seiten zusammengefügt werden. Und darum tue ich jetzt mal nur eine Seite angeben. Wenn man schon weiss, wie hoch das Ding ungefähr wird oder wie breit, dann werde ich jetzt schon eingeben. Aber ich mache jetzt extra mal einfach gar nichts, um nachher das Seitenwerkzeug eindrücklicher zu zeigen. Wenn man natürlich schon weiss, wie wird 10 cm breit, dann unbedingt schon 10 cm am Anfang eingeben. Dann muss man es nachher nicht machen. Spalten lassen wir bitte auch sein, aber bei den Rändern möchte ich das gerne noch ändern. Ich mache mal da 5 mm für alles und klicke mal OK. Jetzt habe ich da ein ganz unspektakuläres Dokument, Gesundheit, wo schlicht und einfach aus einer Seite besteht. Und dann kann ich erst da eine neue Seite hinzufügen. Und wenn ich die da hinzufüge, ist vielleicht auch schon bei Ihnen passiert, springt das immer auf die nächste Seite. Jetzt, wieso ist das so? Das InDesign hat eine gewisse, ich sage jetzt mal, Intelligenz. Das spreche ich sonst Computerprogramm nicht zu, aber da hat sie es. Und das ist, wenn eine Seite doppelseitig, also das Dokument doppelseitig angelegt wird, haben wir hier ja den Falz, den Buchrücken. Und wenn ich da eine Seite 2 füge, hat das InDesign gelernt, dass es immer links muss sein, die gerade Seite, und die ungerade immer rechts. Gesundheit. Jetzt, wenn wir das InDesign nicht mehr so intelligent haben wollen, dann machen wir da neue Dokumentenseiten anordnen zulassen, nehmen das Häkchen weg. Und ab jetzt weiss InDesign nicht mehr, was ist links und rechts. Und jetzt können wir da anfangen, eine Seite hinzufügen. Ich kann sie Seite nehmen und Sie sehen, wenn ich jetzt das loslasse, dann springt es da her. Und ich kann da noch weitere Seiten hinzufügen. Nicht draufgehen, sondern daneben. Und jetzt machen wir da noch eine an. So, zum Beispiel so für den Leporello. Ich kann hier jederzeit die Seite wieder löschen, indem ich sie hier wieder entferne. Ich habe jetzt nur einen 3-mal gefalteten haben, also ganz einfachen. Und jetzt würde man das gerne verkleinern.
Das geht dann folgendermaßen, beziehungsweise Seiten anpassen. Wir nehmen das Seitenwerkzeug. Ich stelle das rasch noch auf zwei Spalten, ich habe das lieber so. Und dann kann ich eine Seite anwählen und kann da Breite und Höhe verändern. Ich mache jetzt das einmal, sagen wir, der ist 10 mm, 100 mm breit. Sehen wir, ist das nachher 100 mm. Und sagen wir, von der Höhe her nehmen wir zum Beispiel 230. Und dann habe ich das so. Ich kann auch so etwas machen übrigens. Das ist dann im Drucker das Problem, wenn das schneidet und ausgibt. Aber die Idee wäre, dass es ungefähr gleich hoch ist in aller Regel. Also müssen wir schauen, dass wir das auch schön gerade überschieben. Jetzt diese Seite hier hätte ich gerne wieder mit 100 mm Breite gehabt. Das heisst, ich gebe das rasch ein. Und Sie sehen, es tut auch schön alles nachrücken. Falls bei Ihnen das mal nicht nachrückt, dann hat man es als Einzelseitendokument und nicht als doppelseitiges Dokument gemacht. Dann rückt das nicht nach, dann muss man auch von Hand das noch hinschieben. Jetzt die Höhe mache ich auch noch schnell, 230 mm. Und der hier, den wenn man etwas kleiner hat, der wird dann nachher reingeklappt. Darum mache ich den nur 97 mm und gebe dem noch schnell eine Höhe von 230. So. Jetzt haben wir mal die eine Seite von dem Leporello. Und ich könnte jetzt da wieder neue Seiten abziehen. Ich bin aber ein bisschen faul. InDesign soll für mich die Arbeit erledigen. Und darum nehme ich den und klebe es da aufs Blöckchen drauf. Dann macht es eine Kopie davon. Und ich habe jetzt da mein Leporello schon fast kopiert. Jetzt ist nur noch wichtig, da ist immer noch die Seite mit 97 mm. Da wir sie umgekehrt haben, müssen wir das ändern. Das heisst, ich muss jetzt da 100 mm draus machen. Und diese Seite dafür ein bisschen verkleinern. Jetzt, wer von Ihnen hat vorher schon Leporello gemacht, auch in das Seitenwerkzeug? Hand hoch, schnell bitte. Es sind wenige. Ist es mühsam gewesen? Schon, oder? Also meistens war es bei mir so, dass dann, ich mache das im Auftrag von Kunden, dass dann geheißen, ja, wir drucken es bei der Druckerei Huber. Dort muss man beim Einfalten 97 mm haben. Und dann hat es noch ein günstiges Angebot während der Produktion gegeben für die Druckerei Meier. Und die braucht aber nur 98 mm. Und also auf altem Stil musste ich wieder das Dokument anpassen. Man musste alle Hilfslinien ziehen. Also es war eine grausame Arbeit. Mit dem Seitenwerkzeug ist ein Leporello wirklich nur noch Seiten anpassen. Wenn die Druckerei sagt, wir brauchen jetzt aber nur 98, das wäre ja super, dann ändere ich das einfach rasch schnell. Sie sehen auch, die Spalte wird grösser, es passt sich alles mit an. Und wenn wir nachher noch lernen, wie wir unter Layout, Render und Spalte die Layout-Anpassung aktiviert, dann müssen wir automatisch die Textboxen auch noch breiter machen, wenn wir die breiter machen. Also das macht uns fast schon alles selber. Auch in unserem Kurs, wo wir amigs Leporello-Übungen machen, ist, seitdem wir die Seitenwerkzeuge haben, ist das Zeug in 10 Minuten gemacht. Und vorher waren wir amigs eine gute halbe Stunde dran gewesen. Also ist eine enorme Zeitersparnis, das Ding. Also, und jetzt würde ich gerne das noch ein bisschen einrichten, mein Dokument. Ich mache das rasch wieder 97, damit es passt. So. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite 1, machen da ein paar Spalten rein, beziehungsweise Ränder ein bisschen bearbeiten. Das wird folgendermaßen gehen. Ich wähle die Seite hier an. Ich tue noch gerne doppelt draufklicken, dann sehe ich sie auch noch. Vielleicht nicht mit dem Seitenwerkzeug, dann ist es immer so komisch angewählt. Und dann kann man da unter Layout, Ränder und Spalten, kann ich jetzt sagen, ich hätte jetzt da gerne ein bisschen mehr als 5 mm, machen wir da vielleicht 7 mm. Und jetzt bei dieser Breite macht es nicht viel Sinn, aber ich mache jetzt extra mal zwei Spalten, so dass wir mal sehen, zweispaltiger Leporello, dann würde ich natürlich breiter machen. Jetzt hier kommen nachher vielleicht ein paar Bilder rein. Also lassen wir das. Das lassen wir auch so. Und jetzt kann ich hier einen Text einfügen. Ich empfehle immer, das auf verschiedenen Ebenen zu machen. Also wenn wir das richtig machen würden, würden wir hier noch schnell eine Ebene machen. Ich darf den Hintergrund. Bei mir ist der Hintergrund immer das Hinterste. Also es ist die erste Ebene. Und damit man nicht jedes Mal aufs Blöckchen klicken muss, da, und nachher nochmal muss doppelklicken und einen neuen Namen geben, empfehle ich da schnell einfach, wenn man da auf neue Ebene klickt, schnell die Alt-Taste zu drücken. Und dann kommt gerade die neue Ebene, die Dialogbox, dann kann ich der gerade einen Namen geben. Ich könnte eine andere Farbe auswählen, wenn mir das Rot nicht passt. Ich mache jetzt da schnell Bilder. Und dann als nächste Ebene mache ich Text. Und als nächste Ebene mache ich noch schnell Logo. So. Jetzt haben wir hier die Ebene. Und ich möchte jetzt hier gerne auf dem Text natürlich noch ein paar Textboxen einfließen lassen, damit es ein bisschen Text hat. Für das würde ich rasch schnell eine Textbox aufziehen. Und ich sehe jetzt, ich bin auf der Textebene. Sie haben es vielleicht am Beamer auch gesehen, die Box ist schön grün. Das heisst, ich bin auf der grünen Textebene. Das heisst, ich kopiere das rasch schnell rüber, schwarze Pfeil und die Alt-Taste drücken. Und dann kann ich die Spalten einfach rüber kopieren, mache es mir eine Kopie davon. Und ich verknüpfe rasch die zwei miteinander, indem ich da unten draufklicke und da rasch die miteinander verknüpfen. Und jetzt tue ich da schnell noch einen Platzhaltertext rein und eine Schrift mit Platzhaltertext füllen.
Jetzt habe ich einen wunderschönen lateinischen Platzhaltertext drin. Bitte eine Korrektur lesen. Und jetzt können wir die Layout-Anpassung zeigen, wie sie funktioniert. Wenn jetzt eben der Drucker reinkommt und sagt, Moment mal, wir hätten das gerne etwas grösser oder ich möchte Ränder und Spalten ändern, gibt es hier unten klein und unscheinbar Layout-Anpassung aktivieren. Und jetzt, wieso habe ich da plötzlich keinen Wert mehr drin, wenn ich eben mehrere Druckbögen angewählt habe? Also beziehungsweise den ganzen Druckbogen angewählt haben, mehrere Seiten. Und wir da unterschiedliche Werte haben. Da habe ich zwei Spalten und andere Ränder. Und wenn ich jetzt nur die Seite 1 wieder anwähle, da, und jetzt wieder auf Layout, Ränder und Spalten gehen würde, dann habe ich meine Werte, die ich hier wieder habe. Jetzt kann ich hier die Layout-Anpassung aktivieren. Ich empfehle die nur anzustellen, wenn man es wirklich auch braucht. Und dann kann ich jetzt sagen, die Ränder hätte ich jetzt gerne nur 6 mm gehabt. Sie sehen, der Text geht mit. Ich muss also nichts daran ändern. Also ich empfehle die Vorschau unbedingt darzustellen. Die ist mir eigentlich meistens abgestellt. Und dann kann ich jetzt da sagen, du hast jetzt nur 4 mm. Ich kann auch da sagen, du bist dreispaltig. Dann sieht es wunderbar aus. Oder ich kann sagen, du hast nur noch eine Textspalte. Und die Textbox passt sich nachher automatisch an. Also das InDesign tut mir mit der Layout-Anpassung automatisch Spalten hinzufügen, Textboxen hinzufügen und entfernen. Es wird sogar, ich habe es auch schon mal ausprobiert, wenn man ein Hochformat-Dokument hat und macht ein Querformat-Dokument daraus, würde es auch versuchen, das anzupassen. Die Erfolge sind mittelmäßig. Es bringt es einigermaßen zu Gang, aber wer möchte nachher irgendwie eine Textbox haben, die irgendwie 20 cm hoch ist? Sondern, oder vor allem, wenn man das Querformat nachher macht, einfach 20 cm breit, macht nicht viel Sinn. Sondern da muss man dann wirklich vorhanden ein paar Spalten einfügen. Ich mache es jetzt wieder zweispaltig. Und jetzt könnte man da noch irgendetwas drin platzieren. Das Ziel ist ja nicht, dass ich selbst mit Ihnen ein Leporello erstelle, sondern nur zeige, wie wir anfangen. Für das haben wir in diesen 45 Minuten fast gar keine Zeit. Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen im Nachhinein. Ich habe vergessen, den Beschnitt sogar bei Rand hinzuzufügen. Das hat gar niemand gemerkt bis jetzt, oder? Der Anschnitt fehlt mir noch. Und den muss ich schnell hinzufügen. Das kann ich jederzeit noch machen, indem ich hier auf Dokument einrichten gehe und da sage noch 3 mm mehr. Sagen okay. Und jetzt habe ich da meinen Beschnitt sogar bei Rand mit dabei. Ist bis jetzt allen klar, wie das funktioniert? Ja, Fragen? Wenn man gerade eine zweispaltige Textbox macht, ja. Funktioniert das dann auch? Eine Textbox in zwei Spalten und dann die Layout-Anpassung? Ja, also nein, dann geht es nicht wirklich. Es würde innerhalb vom Spiegel, vom Satzspiegel, würde es schon verändern. Ich kann das rasch zeigen. Ich mache jetzt hier nochmal schnell eine Textbox. Und gebe dieser rasch da hinten zwei Spalten, oder? Füll auch die rasch mit Platzhaltertext. Und wenn wir jetzt die Layout-Anpassung auch wieder aktiviert haben, gehen wir jetzt auf die Seite 2 nur. Sorry. Und gehen hier auf Layout, Ränder und Spalten und sagen jetzt, du hast 8 mm und jetzt sagen, du hast zwei Spalten. Ja, dann macht es irgendetwas Schräges daraus. Oder? Also es versucht dann, zwei Spalten zu machen. Es macht uns eine neue Textbox rein, schiebt auch die hier über, das ist korrekt. Aber wir haben dann da irgendwie immer noch die zwei Spalten drin. Also es macht nichts weg. Ich könnte natürlich jetzt das auflösen, indem ich sage, okay, du hast da nur noch eine Spalte drin, dann wäre es gelöst. Ich empfehle generell, ich bin nicht so ein Fan von diesen zweispaltigen oder mehrspaltigen Textboxen. Aus einem einfachen Grund, was ist jetzt, wenn ich da gerne ein Bild möchte drin haben, nur in einer Spalte, wie löse ich das? Dann muss ich das Bild nehmen, sagen, du hast einen Textumfluss. Wenn ich zwei Spalten habe, dann kann ich das recht einfach lösen, indem ich sage, du Spalten hörst einfach hier auf und habe das erledigt. Das ist eine Geschmackssache, wie man es gerne hat. Ich komme ja nachher noch beim effizienter Arbeiten, beim nächsten Track nachher drauf. Dort schauen wir, wir können ja dann innerhalb von so einer Spalte ja sagen, du Absatz gehst über zwei Spalten über. Und für mich wird das dann ein bisschen komisch. Ich muss dann im Absatzformat schauen, geht das über zwei Spalten. Ich muss in der Textbox schauen, hat die mehrere Spalten. Ja, und irgendwann haben wir ein Krüsi müssen, wenn wir an 14 Orten schauen, damit wir es nachher haben. Aber wie gesagt, das ist absolute Geschmackssache. Ich arbeite schon länger mit dem InDesign, für die, die das am Anfang schon kennen und lieber gelernt haben, nur weiterhin so zu. Es hat einfach ein bisschen Nachteile in diesem Bereich mit Spalten können verschieben. Für mich ist es kein grösser Aufwand, einfach da schnell eine Textbox zu machen, die erst da oben über beide Spalten geht und dort den Text zweizeitig hinzutun. Weil dann gibt es so lustige Sachen, habe ich auch schon gesehen. Man macht das Layout und dann ist irgendwie ein Zitat, ist immer zwei Spalten, oder eine Spalte über eine Spalte groß darüber. Und dann liest es sich irgendwie komisch. Die meisten Leute sind sich gewöhnt, der Text geht schön in den Spalten, oder? Und wenn plötzlich etwas über zwei Spalten geht im Flusstext, kann man auch so lustige Fehler machen. Dann habe ich plötzlich einen Satz und dann geht es mit seinem anderen Satz drin und so. Das wird dann sehr lustig zum Lesen. Also, wie gesagt, Geschmackssache und
Es geht mit beiden. Aber man muss halt noch ein bisschen andöckeln. Gut. Jetzt, damit wir nicht ewig Zeit verlieren mit dem Layouten, habe ich das wie der Kochsendung schon vorbereitet. Also, ihr müsst sich vorstellen, ich habe jetzt den Leporello schon gelayoutet. Falls es dort irgendwelche Fragen dazu gibt, bitte einfach jederzeit melden. Ich habe da rasch einen Sushi-Leporello gemacht. Und es geht mir mehr darum, dass wir ein paar Sachen haben, die über Seitengrenzen hinweggehen. Vor allem nachher, wenn wir das nachher exportieren, sehen wir, dass es absolut Sinn macht, dass wir auch Sachen über Seiten machen können. Leporello, für die, die wir vorher von Hand gemacht haben, hat immer noch eine Falzmarke machen. Auch neu macht das so Sinn, die sind selber. Und das möchte ich anhand von diesem Leporello zeigen. Nichts Spezielles, einfach ein kleiner Leporello. Und den möchte ich jetzt nachher gerne für den Druck vorbereiten. Wir kommen sehr gut vorwärts. Und ich möchte, gibt es sonst noch Fragen zu dem Zeug? Was ihr etwas sagt, ist etwas unklar, bitte jederzeit melden. Wir sind sehr gut in der Zeit jetzt. Und jetzt möchte ich gerne den Sushi Leporello exportieren für den Druck. Was mache ich? Da unten sehe ich ganz wichtig, ohne Fehler. Bevor man etwas für den Druck exportiert, sollte man immer zuerst Pre-Flight laufen lassen. Jetzt das Problem bei dem Pre-Flight ist, dass das jetzt noch im Grundprofil Arbeitsprofil schafft und da eigentlich genau gar nichts eingestellt ist. Also wenn wir schnell schauen wollen, was da das Pre-Flight-Profil überprüft, können wir rasch schauen. Wir gehen schnell auf Profil definieren, gehen ins Grundprofil und schauen uns das rasch miteinander an. Es schaut, ob irgendein Bild fehlt. Es schaut, ob es irgendwelche URLs haben, die nicht stimmen. Und es schaut beim Text, ob es Übersatztext gibt und ob eine Schriftart fehlt. Jetzt, ich weiss, wie ich den Leporello gemacht habe, der hat noch gewisse Fehler drin. Beispielsweise Bilder sind alle noch im RGB-Farbmodus. Die müsste ich jetzt, wenn ich gerne das Smyk möchte drücken, müsste ich die jetzt alle noch konvertieren. Jetzt, das Grundprofil finde ich ein bisschen heißer. Das wiegt einem so in falscher Sicherheit. Man gibt es eine Druckerei, oder? Und kommt nachher das Telefon über die Druckerei. Du hast übrigens alle Bilder im RGB-Farbmodus. Ja, das wäre nicht gut. Und darum müsste man da wirklich ein Profil von der Druckerei bekommen. Ich empfehle eines von der Druckerei zu bestellen, dann rasch anrufen und sagen, schicken wir ein InDesign-Profil für das Preflight. Und nachher kann das nach Druckereikonventionen kann das nachher überprüft werden. Jede Druckerei hat es gerne ein bisschen anders. Darum lohnt es sich nicht, wenn ich jetzt etwas einstelle und nachher sage, das ist universell gültig für alles, sondern es lohnt sich, das Profil auch bei der Druckerei zu holen. Jetzt, ich weiss, dass da die Bilder in RGB sind. Wir lassen jetzt die auch, weil es gibt ja schon Druckereien, die den medienneutralen Workflow haben. Das heisst, wo man RGB-Bilder mitgeben kann und die rechnen das nachher selber um. Das ist eine Geschmackssache. Wer von Ihnen tut die Bilder immer noch nach Zmyk umrechnen im Photoshop? Bitte schnell Hand hoch. Und wer sagt, ich gehe RGB? Okay. Gute Erfahrung damit gemacht? Ja. Also, man verschiebt einfach das Problem weiter hinten. Und der Sinn, wieso man es im Photoshop schon umrechnet, wir würden dann sehen, es geht jetzt schon schief. Für die, die einfach RGB arbeiten und medienneutral machen, die haben weniger Arbeit, das ist absolut richtig, wir müssen alle Bilder umrechnen. Das Problem ist einfach, wenn jetzt das Gel halt ein bisschen dunkler nachher kommt, sehe ich es halt erst, wenn ich es in der Hand halte, oder vom farbverbindlichen Beruf natürlich. Das ist eine Geschmackssache. Ich hoffe, dass wir irgendwann den ganzen RGB-Farbraum auf Papier drucken können. Vor 3 Jahren hätte ich erzählt, in 5 Jahren sind wir so weit. Ich erzähle jetzt wieder, in 5 Jahren sind wir so weit. Irgendwann wird es hoffentlich kommen. Hier oben ist schon so weit. Wir merken es auch ganz einfach daran, dass es hier einen RGB-Farbraumwähler haben und nicht mehr den Zmyk. Und da oben sagt er, okay, ihr würdet nur noch medienneutral arbeiten, was ja Sinn macht. Heutzutage muss es für das iPad wie auch für den Druck publiziert werden. Und dort macht es natürlich Sinn, medienneutral zu arbeiten. Jetzt möchte ich gerne meinen Sushi-Prospekt schnell verpacken. Man geht jetzt davon aus, es wäre alles im grünen Bereich drin, kein Fehler. Beim Verpacken auch nochmal, wenn dort noch ein Ausrufezeichen kommt, ein Gel, sollte man das nicht einfach links liegen lassen. Ich habe nämlich auch schon erlebt, dass zum Beispiel eine Schrift fehlt. Und dann kommt nämlich auch ganz lapidar ein gelbes Ausrufezeichen, nicht das rote Fragezeichen. Und darum ist es wichtig, dass man da sagt, okay, wenn irgendein Fehler meldet, dann kommt er da durchlesen, was sein Design zu meckern hat. Wir sehen, das hat noch 10 Bilder im RGB-Farbraum. Das wird immer reklamiert, der Dialog, auch wenn man medienneutral schafft, weil das ist einfach fix eingestellt, alles was RGB ist, kommt ein gelbes Ausrufezeichen über. Jetzt können wir das verpacken. Jetzt geht mein InDesign durch und tut jetzt das schnell anschauen und sagt, okay, ich verpacke dir das. Wichtig ist, dass man da als Schriftarten kopiert, die verknüpften Grafiken natürlich auch mitkopiert, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und das Letzte ist, wie gesagt, für die Druckerei. Und wir können sagen, du mir das bitte so anpassen, dass in meinem InDesign-Dokument nicht steht, wie Macintosh HD, Pascal, Publishing Day Kurs, sondern dort steht dann wirklich Links ordnen und dort sind alle Bilder drin. Das macht einfach
an der Druckerei oder wenn sie es am Grafiker schicken, macht das mehr Freude, wenn er nicht jedes Mal das muss anpassen. Ich stelle noch schnell den Bericht an, dass wir den mal sehen. Ich verpacke das jetzt. Jetzt kopiere ich das zusammen und dann sehen wir den Bericht. Und da drin hat jemand schon mal angeschaut. Niemand wahrscheinlich. Da drin steht sehr genau, könnte man dem Drucker sagen, muss bis dann gedruckt werden, bitte kontaktieren Sie mich, falls es Probleme gibt, etc. Dann sehen wir da bei mir auch noch drin, da zum Beispiel ich noch ein Plugin brauchen wir noch. Das Extensis Font Management Plugin, das ist das, was Sie gekauft haben. Dann sehen wir alle Schriften, die aufgelistet sind. Dann sehen wir alle Druckfarben. Wenn es plötzlich da 30 Farben kommen, dann haben wir das Problem. Dann zahlen wir nämlich die Farben auch. Also wenn jetzt jemand 20 Pantone-Farben gebraucht hat, dann würden die da auch auftauchen. Dann müssen wir die nachher auch aus dem Weg schaffen. Und jetzt gibt es einen grossen Fehler. Und zwar hier unten, Verknüpfungen und Bilder. Das sagt er mir nur, da sind 10 Bilder, die im RGB-Farbraum sind. Und bei der Dateiliste, das ist ein Fehler, wo sie seit, glaub, CS4 drin haben, steht nicht mehr, was alles in dem Ordner drin ist. Es steht nur noch Sushi Leporello, das ist mein InDesign-Dokument, plus noch eine Schrift. Es hat aber viel mehr drin. Wenn wir das jetzt alles zusammen anschauen, hat es nämlich da noch einen Linksordner. Und da drin hat es diverse Bilder. Den Fehler haben sie seit dem CS4 drin, fehlen einfach alle Bilder, die im Dokument drin sind. Und ich habe mal einen Fall gehabt, wo das Bild verloren gegangen ist im Weg von der Produktion. Das ist noch, wo man CDs brennt hat. Das muss so lange her sein. Und ich konnte nachher anhand dieser Datei nachweisen, dass ich die Dateien auch wirklich abgeliefert habe. Weil auf der CD war das brennt. Und die Druckerei hat gesagt, sie hätten es irgendwie nicht bekommen. Und ich konnte das so zeigen. Hört mal, sie war da. Es war im Bericht auch drin. Sie dürfen das nicht verlieren. Und darum finde ich das extrem schade, dass in dem Bericht die Dateien jetzt einfach ignoriert werden. Theoretisch gehören die Links auch dazu. Die gehören ja zu dem Dokument. Gut. Jetzt, wieso ich das exportiert bzw. verpackt habe, ist, ich möchte gerne mal schon zeigen, wenn man das rasch schaut, wie gross das ist. Wir gehen schnell auf Informationen und das Ding hat 25 MB. Und jetzt möchte ich gerne als nächstes ein Druck-PDF machen und nachher noch ein Web-PDF. Was ist der Unterschied zwischen dem Druck- und dem Web-PDF? Das eine ist auch viel besser aufgelöst und ist darum in der Regel auch grösser. Um ein Druck-PDF zu machen, gehen wir hier auf das Menü Datei, sagen Exportieren. Ich mache jetzt hier Sushi Leporello, speichere den rasch auf den Schreibtisch drauf und dann nehmen wir Druck. Und da wichtig ist, hier unten ein PDF für den Druck auswählen. Bitte nicht interaktiv. Wenn wir interaktiv auswählen, dann können wir noch Filme und Ton und URLs abspielen. Da wäre wichtig, dass man hier nur sagt, PDF für den Druck. Ich sichere das rasch. Und jetzt ist wichtig, alle sagen, ja, Druckerei, qualitativ hochwertiger Druck. Das ist aber leider genau das Falsche. Sondern wir müssen hier Druckausgabequalität auswählen. Wenn man da nur qualitativ hochwertigen Druck nimmt, wäre das so für einen Farblaser im Büro, wenn man es gerne möchte, irgendwie ins Internet hängen, zum Ausdrucken, aber nicht für den Offset-Druck. Jetzt auch hier empfehle ich, dass man... Warum da jetzt nicht X3? Das könnte man auch. Ich mache jetzt einfach extra mal... Wenn man Drucker sagt X3, dann natürlich X3 liefern, klar. Ich mache generell so, wenn die Druckerei Müller mir... Ich arbeite immer gerne mit der gleichen Druckerei zusammen, das lohnt sich. Nicht jedes Mal wechseln, weil sie von vorab günstiger ist. Dann ist es so, dass ich mir auch hier ein PDF-Profil holen und dann ist alles schon korrekt eingestellt. Da muss ich nämlich nicht mehr hören, wo die jetzt Druckerei Müller da bei den Marken und Anschnitten, wenn jetzt die Schnittmarken, wenn jetzt die, was wollen die alles, sondern ich kann einfach das Profil laden. Das würde dann da einfach bei mir stehen, Druckerei Huber, irgendwie was für das Papier etc. Und dann habe ich das schon richtig eingestellt. Das Gleiche mache ich übrigens auch bei dem Farbprofil. Entweder hat man das noch irgendeinem Fogra-Standard heutzutage oder die Druckerei sagt, nein, wir haben unsere eigenen Farbprofile. Auch dort sage ich am Anfang, bevor ich mit dem Projekt anfange, schicken wir die ganze Kurpackung. Das heisst, erstens mal Farbprofil, dann können wir die Creative Suite importieren, dann ist alles schön parat. Dann bitte einmal das Profil fürs Preflight und last but not least da noch schnell das PDF-Profil. Es lohnt sich aber trotzdem ab und zu mal reinzuschauen. Ich habe letztens mit einer recht grossen Druckerei gearbeitet, die noch ein, zwei Böcke in diesem Profil drin hatte. Darum würde ich gerne mal durchgehen und ein paar wichtige Sachen zeigen. Jetzt wichtig ist, eigentlich haben wir ja, wenn wir jetzt da Druckausgabequalität haben, haben wir eigentlich immer Seiten, Einzelseiten, die wir angeben. Wieso geben wir Einzelseiten an? Damit der Drucker nachher die Seiten richtig ausschiessen kann auf dem Papier. Nie Doppelseiten. Wir kommen jetzt nachher schon richtig geliefert über. Wenn wir eine Doppelseite geben, der Druckerei als PDF, dann muss der arme Drucker das jedes Mal in die Mitte schneiden. Dann wird er keine Freude haben. Wahrscheinlich gibt es ein Telefon, das sagt, ich brauche Einzelseiten. Wenn wir hier Seiten anwählen, dann wird so uns die Einzelseite schon erstellen. Jetzt beim Leporello ist das nicht gut. Wenn man dann auf die Altar gemacht hat, ist es ja eine Seite gewesen, darum ist es gut gegangen. Wenn ich jetzt würde sagen Seite, dann habe ich einmal die Seite da.
Als nächstes das da und als dritte das da, das wäre nicht das Ziel. Sondern im Leporello müssen wir das anpassen und sagen hier Druckbogen. Druckbogen ist immer das Ganze, was wir hier sehen, zusammengefasst. Das ist der Druckbogen. Das ist ein Spezialfall beim Leporello, das müssen wir anpassen. Jetzt, was nächstes, was ich gerne möchte anpassen, ist Komprimierung. Da finde ich es ein bisschen komisch, aber das ist da oben halt so. Sie sagen, alles, was über 450 ist, wird auf 300 abgerechnet. Was passiert, wie der Druck aufgelöst, brauchen wir 300. Was passiert zwischen 300 und 1 und 400, was ist es, 449? Die Later. Und ich habe schon viele Dokumente, PDF-Dokumente, die zu gross waren, weil halt alle Bilder, die man reingenommen hat, so um 320, 420 dpi Auflösung waren. Und man hat es ja dann abgerechnet, oder? Man hat dann nicht drüber reingeschaut. Das macht es wirklich erst ab 450. Darum bin ich da knallhart, alles, was so über 301 ist, soll auf 300 abgerechnet werden. Also ich bin da, sage, wenn schon PDF, dann richtig, dann wird es nämlich ein bisschen kleiner. Das Gleiche ist da, wer weiss die Auflösung für das Graustufenbild im Offsetdruck? Ist nämlich falsch da drin. Alle haben 300 auswendig gelernt, oder? Die anderen sind egal, die lassen wir. Nein, bei Graustufenbildern braucht man 450 dpi mindestens. Und auch da sage ich, da würde ich jetzt automatisch einen Wert anpassen, machen wir 451. Und Schwarz-Weiß-Bilder finde ich jetzt 1200 gerade gar wenig, ich mache 1600 und tue da 1601. Also wenn schon, passe ich das Richtige so an. Also ich tue das anpassen, jetzt immer den oberen Wert da plus 1 in den unteren Wert eingeben. Und jetzt tut mir das Indiesender schön alles abrechnen. Und jetzt bei so einem Leporello macht das nichts aus. Aber wenn es ein 200-seitiger Katalog ist und man muss es aufladen, könnte es dann schnell mal ein Giga 2 mehr sein, wo Daten produziert werden, wenn man das nicht macht. Dann noch der PDF-Standard, den lassen wir auch so, wie er ist. HS4 ist relativ alt, Acrobat 5. Das ist so wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner. Da können wir wahrscheinlich weltweit drücken mit dem Standard, dann ist gut. Dann Marken und Anschnitt möchte ich jetzt einfach gerne anstellen. Meistens wollen die Druckereien nicht alle. Ich möchte aber gerne im PDF das zeigen. Meistens wollen sie den Farbkontrollstreifen nicht, aber ich lasse ihn jetzt einmal an. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz grosser Fehler, der einfach immer falsch ist und sie haben einen falsch seit InDesign 1. Und sie schaffen es nie zu besser. Ich habe schon sicher 20 Mail geschrieben, passt das an. Was haben wir da? Wir haben da einen Anschnittbereich, oder? Beschnittzugaberand. Und den schneiden wir in der Druckausgabequalität stinkfrech einfach weg. Das heisst, wenn ich jetzt hier da, so lang wie es ist, dann muss ich entweder den Anschnitt immer 3 angeben, das wollte ich nicht. Wenn ich nämlich keinen habe, dann zahle ich einfach 3 mm weiter hin zu. Der Drucker macht eine Druckplatte größer, das heisst, ich zahle auch mehr. Ich mache darum da immer Anschnitt, Einstellung und das Dokument verwenden. Und dann seht ihr in Design, da haben wir plus 3 mm Beschnittzugaberand. Jetzt nehme ich es. Wenn es keinen hat, dann hat es auch null. Also muss ich nicht überlegen und kann einfach exportieren. Jetzt, der ist wirklich wichtig, der ist wirklich falsch. Und ich habe, wie gesagt, bei dieser grossen Druckerei das erlebt. Die haben einfach das Profil geschaut und gedacht, ja, Tobi macht das schon richtig. Sie haben da noch schnell ein paar Sachen angehakt, aber da unten nicht geschaut. Und ich hätte dort einen gesamten Katalog, der Randabfallung gewesen wäre, ohne Rand rausgegeben. Die Druckerei würde einfach sagen, ja, nice, ich drucke. Und ich habe auch ein Problem mit dem Blitzer am Rand. Oder? Das heisst, da wirklich wichtig aufpassen. Jetzt der, was entsorgt haben, ist Infobereich anschliessen. Wer von Ihnen braucht den Infobereich? Ja, wirklich ernsthaft, sinnvoll. Ja. Was tun Sie dort rein? Einfach Informationen für den Drucker. Okay. Irgendwie Pantonefarben oder so müssen ersetzt werden oder sonst irgendwas. Okay. Ja. Oder wenn es jetzt eben 1:10 angelegt ist, man kann ja in diesem Dokument nicht unendlich groß. Ja, man kann, also ja, 19 Meter ist das Größte. Sollte lange. Also das InDesign kann zurzeit die grössten Dokumente machen. Da die Wandbehänge, die sie da zum Bellevue umgebaut haben, oder da, die Werbungen, die haben sie mit InDesign gemacht. Weil ich glaube 19,1 Meter ist das Größte umherkriegt. Wie man das auf dem Bildschirm darstellt, ist ein anderes Problem. Wichtig ist einfach, der Infobereich wird nachher einfach mit ausgedruckt und abgesäbelt. Das heisst, im schlimmsten Fall zahlt man mehr. Ich habe schon einen Kunden gehabt, der hat da Infobereich gesagt, das ist cool, da kann ich noch Zeug hin tun, die ich gerne noch möchte lagern. Und hat das irgendwie, weiß nicht was, 20 cm angegeben. Und da muss man sich vorstellen, wie man vier Dokumente, 20 cm und um, das ist dann recht viel Papier und alles, was abgeschnitten wird. Der Drucker hat es zum guten Glück gemerkt und gesagt, du, ich glaube, das draussen braucht man wirklich nicht. Aber ich immer vorsichtig sein, ich würde nicht exportieren, das ist einfach Geschmackssache. Oder wenn es wirklich etwas ist, was dazu gehört, dann sicher machen. Jetzt fragen wir schnell, das
Pantone ersetzen? Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt das als Zeugfarbe haben plötzlich? Oder? Nein, wenn es darum geht, irgendwie, wenn wir eine Personalisierung als Pantone-Farbe haben, das dann müsste in einer anderen Farbe zum Beispiel haben. Okay. Okay, dann ist gut, ja. Nein, weil sonst würde ich, gibt es eben da unter den Farbmanager, kann man sagen, alle Farben, die Pantone sind, kann man auf einen Schlag nach Zmyk umrechnen lassen. Sie sind immer noch Pantone im InDesign. Es macht eigentlich beim PDF-Schreiben macht es einen Zmyk daraus. Das wäre so ein Tipp. Bevor man geht, Pantone-Farbe ersetzen, kann man die schnell umrechnen. Temporär, beziehungsweise nur für die Ausgabe im Druckfarbenmanager. Das gibt es noch. Darum habe ich schnell gefragt. Jetzt da lade ich mal alle drin. Anschnittsschnecke lassen wir, Infobereich haben wir kennen. Jetzt bei der Ausgabe ist es so, da hat es irgendwie eine USA drin. Fragen Sie mich nicht wieso. Nehmen wir irgendetwas anderes. Fogra. Und dann, das wird natürlich im Farbprofil schon richtig eingestellt sein. Mit Creative Suite, das noch richtig einstellen wird. Mit dem Farbprofil, dann stimmt das schon alles. Wir können auch hier den Druckfarbenmanager noch schnell vorholen und sehen, voilà, ich habe vier Farben. Das habe ich ja vorher schon gesehen. Da lohnt es sich ab und zu ein Auge drauf zu werfen. Wir machen ja für Knechtreisekataloge und dort können Sie Gift drauf sehen, dass jedes Logo, das wir rüberkommen, eine Pantone-Farbe ist. Und wenn man da im Stress das noch vergisst, kann man da noch den Druckfarbenmanager aufrufen und sagen, da alle Volltonfarben als Prozessfarben umwandeln, weil sonst müsst ihr jetzt nachher irgendwie x-tausend Franken für die Seite zahlen, weil die Swiss hat ihre eigene Pantone-Farbe, die Lufthansa und jede. Und dann kann man einfach da auf einen Schlag alle Pantone-Farben schnell umrechnen nach Zmyk. Das wäre auch da noch machbar. Jetzt erweitert, lassen wir das so, wie es ist. Da ist es etwas komisch, im Gegensatz zu denen, die vorher im Vorgestellung waren, haben wir da die Glyphen, die eingebettet werden, oder bei der Schrift, bei den 2000. Da gehen sie es wieder mit 100 an. Das heisst, wenn nicht 100% von allen Zeichen aus der Schrift gebraucht werden, dann tut es InDesign nur die Schriften ins Dokument einbetten, die es auch wirklich braucht. Also die Zeichen, nicht die Schriften. Und da sollte man 100 lassen. Man kann natürlich auch einen tieferen Wert nehmen, aber es macht nicht viel Sinn. Dann Sicherheit. Da gibt es nämlich die, die sagen, ja, ich schicke etwas Heikles an die Druckerei, mache ein Passwort drauf, dass nur die dürfen das öffnen. Bitte nicht das Passwort per E-Mail mitschicken, das bringt die ganze Übung nicht. Ich mache generell PDFs ohne Passwörter, weil man will ja, dass die Druckerei das ausgeben kann und nicht, dass sie noch zusätzliche Probleme haben. Darum lade ich das eigentlich so. Dann haben wir eine Zusammenfassung. Jetzt, wenn ich sage, ich möchte das jedes Mal jetzt wieder so rauslassen, kann ich jetzt die Vorgabe speichern und da sagen, Offset, Druck, Leporello beispielsweise. Und dann muss ich das nächste Mal das nicht mehr alles einstellen, dann ist es nämlich schon parat, dann kann ich das nächste Mal das auswählen. Und dann ist alles das, was ich jetzt hier eingestellt habe, schon voreingestellt. Jetzt können wir sagen, exportieren. Jetzt schreibt man es in die schnell da oben, sehen Sie den Knight Rider um 90 Grad gekehrt. Jetzt ist er am PDF schreiben. Ich habe noch irgendeinen schönen Fehler gefunden. Mit einem schön. Lassen wir das einmal. Und jetzt können wir das nochmal exportieren, indem wir wieder auf Datei exportieren gehen. Und jetzt das PDF für. Irgendwie hat er da ist ein bisschen Bock. Wettmachen. Machen wir da schnell sichern. Gehen jetzt nicht, natürlich nicht auf Offset Druck, sondern jetzt auf die kleinste Dateigröße. Auch da hätten wir gerne Druckbögen zusammen, sonst können wir die einzelnen Seiten über. Und bei der Komprimierung haben wir das gleiche Spiel nochmal. Das heisst, auch da, wenn schon, machen wir es richtig. Also da 101 angeben. Da 150, also mit dem können wir leben. Gehen wir da 151 an. Und da 301, dann sind wir da auch richtig. Marken und Anschnitt, da möchten wir gerne keinen haben, auch keinen Beschnitt sogar bei Rand. Und bei der Ausgabe natürlich, sonst da unten haben wir dann noch ein Problem, dass es umwandert, das ist okay. Er wandert es jetzt ja, wenn wir jetzt das wieder machen, von Zmyk wieder nach RGB um. Da kommt da immer eine schöne Fehlermeldung. Dort einfach beherzt auf Ja klicken und dann ist gut. Jetzt tun wir das schnell exportieren. Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Ich habe einmal den Web, bei meinem anderen hat dann irgendetwas reklamieren gehabt. Also machen wir es nochmal schnell. Druck schnell. Und schauen das noch schnell an. Leporello, was hat er da zu maulen? Das kann alles gut sein. Dann tun wir das schnell Farbprofil vielleicht wieder ändern. Vielleicht hat er da noch irgendwie ein Problem. Ich habe das nicht installiert dann. So. Und schön ist ja, mit dem InDesign können wir jetzt weiterarbeiten an anderen Dokumenten. Das ist wichtig. Was hat er da für einen Fehler? Schön. Immer dann, wenn man es zeigen will, oder? Also machen wir nochmal schnell einfach eins ohne all meine Anpassungen. Exportieren nochmal schnell für den Druck. Nehmen hier schnell einfach die Druckausgabequalität und machen das rasch so. Das lade ich jetzt mal schnell. Machen wir hier schnell die drei plus das und hoffen, dass das jetzt klappt. Das ist mit InDesign noch ein Problem.
lernen wir nie ein Update machen, bevor wir einen Kurs halten. Irgendwie habe ich jetzt hier gerade einen Wurm drin. Ich kann jetzt auch nicht ganz schnell sagen, was da los ist. Ich sollte das eigentlich schon herkriegen. Es ist wunderbar, dass das so gut klappt. Versuche es noch das letzte Mal, dann muss ich leider aufgeben. Ich kann nämlich da, das will ich zeigen, zeige es anhand des Web-PDF dann einfach schnell. Machen wir einfach mal so. Druckbögen. Komprimierende Glömmer. Das ist gut. Sorry. Das ist eigentlich okay. So. So, das letzte Mal. Wenn es jetzt nicht geht, dann ist es nicht so gut. Dann muss ich es halt am Web. Ja, irgendwie wollte er heute nicht. He? Also, Demo-Effekt. Machen wir schnell nochmal kleinste Dateigrösse. Sichert das rasch und hofft, dass der mindestens läuft. Kleinste Dateigrösse gehen auch hier Druckbögen an. Und eigentlich wollte ich ja nur die schönen Sachen zeigen, dass wir da auch, jetzt hoffe ich, dass das klappt, auch die Falzmarken automatisch mitbekommen. Das ist das, was ich ja demonstrieren wollte. Da hat er wirklich den Wurm drin heute. Also, geht leider nicht. Schön. Zeiger rasch den. Da haben wir jetzt die zwei Seiten. Und da sehen wir jetzt, es ist so, wie wenn man sie in der Hand würde halten. Wir haben keine Falzmarken, gar nichts. Und in dem, was ich jetzt leider nicht zeigen kann, hätten wir nachher schön die Falzmarken. Jetzt der letzte Versuch, schnell. Ich wollte nicht aufgeben, ich kann das wirklich wieder zeigen, das wäre noch schön. PDF-Druck. Druckausgabequalität, so, Komprimierung. Letzter Versuch. Also. Nehmen wir schnell ein anderes Dokument. Ich kann es leider nicht am Sushi zeigen. Nehmen wir rasch ein anderes. Und zwar etwas, was man auch hier machen kann, ist, wir können auch Umschläge machen, beispielsweise. Jetzt haben wir hier einen Umschlag mit sogenannten Alonien. Das ist, wenn man hier etwas ausklappen kann. Und wir können auch hier zum Beispiel den Buchrücken mit dem Seitenwerkzeug machen. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Vielleicht auch schon erlebt, wenn man eine Seite extrem schmal machen möchte, dann sagt plötzlich das InDesign, reklamiert, ich kann es nicht kleiner machen als die Spaltenbreite, wenn man Ränder und Spalten gemacht hat. Darum ist es wichtig, bei einem Buchrücken die Seiten anwählen. Da. Und da bei den Seiten, ich habe es jetzt hier angewählt, da bei Layout, Ränder und Spalten die auf 0 einstellen, weil sobald ich sage, du hast 3 mm Rand, und das Ding ist nur 6 mm breit und tätschelt die aneinander an und dann kommt ganz lapidare Fehlermeldung, wir können es nicht kleiner machen. Das ist einfach da noch wichtig, falls man das einmal braucht. Jetzt versuche ich das einmal auszugeben, vielleicht habe ich da mehr Glück mit dem Dokument. Vielleicht ist Sandra einfach irgendwie nicht gut drauf heute Morgen. Und ich versuche das jetzt rasch, schreibe das auf den Schreibtisch drauf, machen wir da Umschlag, sichert das. Versuchen wir da nochmal schnell den Leporello auszuwählen. So. Machen exportieren und hoffen, dass das jetzt geht. Sonst heisst das, dass ich den Laptop noch installieren muss. Hätte ich etwas morgen schon vor. Jetzt schauen wir, ob das geht. Sieht gut aus. Es klappt hoffentlich. Und jetzt haben wir hier den Umschlag. Und jetzt, super, kann ich es da dran zeigen. Sehr schön. Wenn wir jetzt das rasch vergrößern, sehen wir hier die Schnittmarke, die Passermarke. Das ist ja noch nichts Spezielles. Aber das Schöne hier haben wir die Falzmarke schon automatisch mit dabei. Und das ist auch das, was man immer anschieben musste. Beim alten Leporello musste man anschieben, die Falzmarken, dass man die richtig hergebracht hat. Jedes Mal, wenn sich das etwas verschoben hat. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, im Vergleich zum alten Umschlag da ist das natürlich sehr ergiebig. Ich kann hier einfach den Buchrücken nehmen und sagen, jetzt haben es dann schon 280 Seiten, 400 Seiten. Dann ist der Buchrücken vielleicht anstatt 6,5 mm, 8 mm. Dann gibt man hier einfach 8 mm auf dieser Seitengröße ein. Wenn ich noch die Layout-Anpassung eingestellt hätte, dann würde man hier die Büchse wieder schön einmitten. Es klappt, teilweise klappt es auch nicht. Kann man auch von Hand verschieben, schnell im Notfall. Und dann hätte ich das schon angepasst. Vorher war das immer eine riesige Rechenübung, weil das da verschiebt sich dann auch um x mm und das da verschiebt sich auch wieder. Das war relativ mühsam und so spart man, wie gesagt, enorm Zeit mit diesem Seitenwerkzeug. Jetzt so schnell etwas, was ich immer frage, kann ich auch eine Seite mal drehen? Ja, kann ich.
für die, die die Funktion noch nicht kennen, wenn ich hier zum Beispiel Text habe, der so um 90 Grad gedreht worden ist, das ist jetzt relativ wenig Text, aber sagen wir, setzen einen Kalender, dann wäre es natürlich schön, wenn man den könnte drehen. Ich kann dann auch hier einfach eine Seite auswählen, beziehungsweise den ganzen Druckbogen auswählen und da unter Ansicht sagen Druckbogen drehen. Und dann kann ich hier schnell 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Jetzt drüllt es mir den hier. Dann kann ich den Text schnell hier bearbeiten. Wir sehen auch hier, neben auf der Seitenpalette, sehen wir, dass das drüllt worden ist. Und wenn ich fertig bin, bitte wieder umdrehen. Gehen wir hier wieder auf Ansicht, Druckbogen zurückdrehen, wieder Dreieck löschen. Und nachher ist es wieder so, wie es war. Also bevor alle so vor dem Laptop arbeiten, schnell daran denken, unter Ansicht kann man das Ganze drüllen. Es ist aber, es drüllt nicht für den Druck. Es tut wirklich nur die Ansicht drüllen. Nachher, wenn man druckt, ist es immer noch genau gleich. Also nicht sagen, ich möchte jetzt gerne ein Hochkantdokument haben, also drehe es einfach rasch um 90 Grad. Sondern wichtig ist, dass man es wirklich, dass es wirklich nur die Ansicht dreht um 90 Grad. Der Druck ist immer noch unverändert. 10 haben wir 20 vor. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu etwas, was unklar ist, etwas, was wir gerne möchten anschauen miteinander? 5 Minuten Zeit. Ja? Ja. Ja. Nein, dann muss das Bild so bearbeitet werden. Ja. Es gibt sonst, nein, leider nicht. Wir müssen wirklich schwarz-weiß wirklich Graustufen umwandeln und dann in zwei Farben machen. Also man hat eine Farbe plus Schwarz, oder? Aber das muss im Photoshop eigentlich das Bild richtig umwandeln. Wieso braucht das Graustufenbild mehr PPI wie das Färbig? Gute Frage. Es ist ja so, dass der Mensch. Kennen Sie das Sprichwort «Nachts sind alle Katzen grau»? Wir sehen besser schwarz-weiß oder hell-dunkel auf gut Deutsch als farbig. Das ist wahrscheinlich evolutionsbedingt so. Wir haben, ich weiß nicht genau, es gibt Stäbli und Zäpfli in den Augen und wir haben eigentlich von einem haben wir mehr. Wahrscheinlich liegt das ganz einfach daran, dass unsere Vorvorvorfahren, die besser schwarz-weiß gesehen haben und dann gesehen, wo der Säbelzahntiger herzurennen kam und weggerannt sind, dass die noch leben. Und die gesehen haben, oh, der ist jetzt aber schön, leicht ockerfarbig mit einem Schuss Braun drin, dass die gefressen worden sind. Ja, ist es so. Die Evolution ist da knallhart. Und dass wir darum auch besser hell-dunkel sehen. Jetzt ist es so, beim Schwarz, beim farbigen Drucken beschissen wir ja eigentlich. Das Bild ist eigentlich extrem unscharf. Nur wir Menschen sehen das nicht. Ob wir jetzt von, ich sage jetzt, 2,55 blau auf 2,53 blau-Wert oder Cyan-Wert gehen, das erkennt keiner von uns. Oder? Bei Grau ist es auch so, dort muss es etwas schärfer sein, dort wird es ein bisschen, können wir schon besser unterscheiden. Darum bei Schwarz-Weiß brauchen wir wirklich 1600 bis 1800 dpi. Es erkennt jeder auf einem weißen Blatt Papier einen Punkt, einen schwarzen. Darum muss es auch am schärfsten sein. Jetzt komme ich mir die Frage über, ja, wieso machen wir nicht alle Bilder 1600 dpi? A wegen der Dateigrösse. Ein unkomprimiertes Bild A4, z'müg aufgelöst, 300 dpi, ist 40 MB. Und Graustufe 450 ist ungefähr 12 bis 15, je nach Bild. Und Schwarz-Weiß ist ungefähr 1,5 bis 2 MB groß, je nachdem natürlich, wie voll das Blatt beschrieben ist. Jetzt, wenn Sie sich zurückerinnern, vor nicht allzu langer Zeit, ist 500 MB noch. Als ich meinen ersten Mac gekauft habe, ist das gewesen, hey, du bist ein Schöbi, hast eine 500 MB Festplatte eingebaut. Und ein zweifach CD-Laufwerk mit zweifach Geschwindigkeit. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass dort Desktop-Publishing-Revolution schon vorher voll im Gang war. Ich habe natürlich geschaut, möglichst wenig Daten zu verschwenden. Und so, dass der Mensch eben nicht merkt. Das ist auch der einfache Grund dahinter. Darum 300 für Farbig, Zmüg, 450 für Graustufen und 1600 bis 1800. Jetzt wichtig ist, wenn man jetzt ein Kunstdruckbuch macht, dann sollte man dort auch für farbige Bilder 450 nehmen. Wenn man eben einen schönen Tiefdruck macht, braucht es ein bisschen mehr. Aber dort wird der Drucker schon informieren. Und dann bitte nicht den 50-frankigen Scanner aus dem Mediamarkt nehmen. Auch wenn dort drauf steht, der kann 2400 dpi scannen, das kann er nicht. Nehmen Sie immer, bei den Scannern wird immer angegeben, 2400 mal irgendeine Zahl. Die ist meistens viel, viel kleiner. 300 oder 600. Es geht immer, man muss den kleinsten Wert nehmen von diesen zwei. Es bringt mir ja nichts, wenn der Scanner
theoretisch könnte ich 2400 einlesen, aber der Motor sich in 600er Schritt bewegt, dann bringt mir das nichts. Jetzt, wenn ich einen Motor erfinde, der in einem Zoll 2400 Bewegungen machen kann, dann verkaufe ich ihn sicher nicht für 50 Franken, der kostet einiges mehr. Das heisst, auch wenn draufsteht 2400 dpi, das ist alles interpoliert. Das heisst, da tut der Scanner oder die Software im Scanner tut das aufrechnen. Es erfindet einfach neue Pixel, die nicht da sind, und das Zeug wird unscharf. Das heisst, ich würde wirklich immer die native Auflösung nehmen, das ist immer die Hinterzahl davon. Also wenn es steht 2400 mal 600, würde ich mit 600 maximal scannen. Mehr geht nicht. Leider. Wieso wird das PDF, wenn ich jetzt über das Postscript das PDF mache? Ja. Das InDesign schreibt noch ein paar andere Sachen drin, die das PostScript schon abgerechnet hat. Also ich würde heutzutage gar nicht mehr ein PostScript-Datei schreiben, sondern ich würde es direkt aus dem InDesign rausnehmen. Ich kann nur meine französische Übersetzerin reklamiert nehmen. Das ist schwer, weil die lebt auf dem Boden in der Türkei. Oh, okay. Ja, das ist dann ein Problem. Also dann würde ich halt die kleinste Dateigröße machen, weil ich meine, sie muss sich wahrscheinlich eher um die Schriften kümmern, nicht um Bilder, oder? Einmal das, dort wirklich das Abregeln, wie wir es da gemacht haben, das macht recht viel aus beim Web-PDF. Und was ich empfehle, ist, ich mache seit InDesign, also seit Version 2, mit dem ersten hat man nicht arbeiten können, mache ich wirklich nur noch PDF aus dem InDesign. Ich habe einmal einen Spezialfall, wo es irgendeine EPS-Datei hatte, die gebockt hat, und dort musste ich ein PostScript-File schreiben. Aber ist das ja ein Schritt mehr, sie müssen zuerst ein Postscript schreiben, das wird riesig. Oder? Und nachher müssen sie das nochmal distillieren im Acrobat. Das geht auch nochmal eine Weile. Und sie verlieren einfach gewisse Sachen. Man verliert zum Beispiel Transparenz etc. Also jetzt bei dem PDF mit Standard 1.4 hat es natürlich noch keine Transparenz gehabt. Wenn man jetzt aber auf Acrobat 6 oder sogar 7 oder 8 würde gehen, dann würde ins PDF Transparenz sogar reingeschrieben werden. Und nachher wird die Druckerei für mich die Transparenz ausrechnen. Der RIP, der mehrere Tausend Franken kostet, ist natürlich viel schneller als mein InDesign, wenn es dann um viele Seiten geht, das zu rechnen. Und darum lohnt sich das. Also ich empfehle wärmstens nur noch PDFs mit InDesign zu machen. Ja? Gibt es einen Trick, wenn man in einem InDesign-Dokument viele PDFs, also sogar Grafiken, oder überhaupt so Illustrator-Zeugs drin hat? Ja. Mit vielen Pferden, dann ist auch die PDF-Ausgabe in kleinster Dateigröße wird schaffbar groß. Das ist ja so, wenn Sie das PDF drin haben, nimmt das PDF 1 zu 1 rein, dann schneidet vielleicht noch ein bisschen den Render ab, wenn Sie noch sonst etwas haben, aber sonst ändert er am PDF nichts. Gibt es da noch einen Trick, wie man das noch gescheiter kann? Nein, also entweder das Zeug abrechnen im Illustrator-Pfad verringern, oder? Aber das muss ich im Illustrator machen. Da habe ich mal die Schinderlifte mit mir gehabt. Die haben so Aufschnittszeichnungen von der Lifte aus dem CAD-Programm. Und dort sind sie, müssen sie aufräumen. Sonst, wenn sie es drucken, dann blinkt der Drucker einfach 20 Stunden, weil das so komplex ist. Die haben wirklich müssen von Hand muss man die Linie reduzieren. Das ist das Einzige. Da kann der Computer nicht viel machen, leider. Nein. Ich habe auch für Knechte da reisen, haben wir an meinem Campingwagen. Da können wir immer so planen, weil die sind auch klein. Und die Seite ist immer der Hass, weil das sind irgendwie 20 so Campingwagen auf einer Seite und die Seite laden braucht einfach irgendwie 5 Minuten auf einem schnellen Rechner mit SSD und auf viel RAM. Weil dann muss er jedes einzelne PDF vorholen und sind es einzelne Vektörli. Und die haben das uns netterweise haben sie es umgerechnet. Es ist nicht ein Verlauf vom Illustrator, der wird noch schnell gehen, aber es sind einzelne Linien, die Farben haben, weil sie haben sie umgerechnet für uns in Australien, wo sie herkommen. Und dann geht es ewig. Also das ist so, sobald es viele Linien sind, wird es langsam. Ja. Ja, genau. Also alles, was komplexere Illustrationen werden, wird langsam, weil es ist leider so. Ja. Und hier war eine Frage? Irgendwo da noch? Ja? Wenn man beim PDF schreiben, Bildgröße abrechnen lässt, ja. Wird er nach wie vor nicht nachschärfen? Nein, er wird nicht schärfen, nein. Also, für die das wollen, es gibt auch ein Programm auf dem Mac, leider nur für den Mac, wo Bilder abrechnet im Photoshop schon. Und dort kann man sagen, du sollst nachschärfen beispielsweise. Dort kann ich zum Beispiel auf einen Schlag sagen, dass wir auch alle Bilder nach 300 dpi rechnen, machen wir noch ein Zmüg daraus und rechnen es im schlimmsten Fall auf 300 rauf, oder? Die müssen sein. Und die anderen rechnen wir runter auf 300. Das machen wir bei der Katalogproduktion da so. Weil Sie können sich vorstellen, wir haben nicht Zeit. Das ist ja so zeitkritisch, das Zeug. Wir haben keine Zeit, um jedes Bild zu prüfen, bist du schön 300 dpi. Darum können wir Bilder überrechnen, zu Abend gehen, einen Kaffee trinken, kommen wir zurück und ist das fertig.
Man kann natürlich auch das PDF das abrechnen lassen, aber eben so Nachschärfe und sonst noch so Zeug hat man leider dann eben nicht. Es ist wirklich einfach, es rechnet es runter, in JPEG-Qualität sogar nachher, und dann ist gut. Wenn man das möchte, ja, gibt's, könnt ihr schnell nachher vorbei, ich kann das Programm sagen, wie es auf dem Mac heißt, falls ihr Mac habt. Vorhin ist noch eine Frage. Ja, was ist der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied zwischen dem Exportieren PDF oder dann hat es noch andere im PDF umwandeln, glaube ich, Es gibt eigentlich Adobe PDF-Vorgaben. Ja. Dort, wenn man dort drüber geht. Oder das ist genau das Gleiche. Ja, also da machen wir die Profile. Wenn Sie das Profil von der Druckerei bekommen, würden Sie das hier laden. Oder? Ich gehe meistens über den anderen Dialog. Man kommt schlussendlich aber am gleichen. Wenn ich jetzt hier wieder die Dateigröße mache und fertig, dann hat es jetzt einfach das Profil ausgewählt. Ich gehe eigentlich immer hier über Exportieren. Es hat nämlich eine Tastatur kürzt, das andere nicht. Das ist der Grund. Ich würde einfach, also wenn ich exportiere, mache ich Command E, oder? Und dann kommt das automatisch der Dialog und dann kann man anfangen zu exportieren. Der andere kennen, das ist wirklich mehr zum Definieren. Wie das Gleiche gibt es ja auch da beim Drucken. Gibt es Druckvorgaben, da können Sie alles schön definieren, oder? Und nachher drucken selber, wenn Sie aber nachher mit dem Tastatur kürzeln. Einfach das, was Sie da definiert haben, haben Sie nachher, wenn ich jetzt das nochmal speichere, haben wir nachher da zur Auswahl, oder? Aber wir können auch hier definieren und nachher die Vorgabe speichern. Also es sind zwei Wege nach Rom, was es da gibt. Frage beantwortet? Ja. Super. Sonst noch eine Frage? Kenne ich mich? Gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen weiteren erfolgreichen und spannenden, lehrreichen Tag heute. Und ja. Sonst für die, die es gerade bleiben, der nächste Track ist jetzt da effizienter arbeiten mit InDesign. Ich habe gehört, dass sie kreativ ausbuchen.